zu meinem Game of the Year und zu meinem Fail of the Year. So, ich will hier gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Mein Game of the Year 2015 ist dieses Jahr Call of Duty Black Ops 3. Warum Black Ops 3? Ja, ich muss sagen, ich habe ja eigentlich so gut wie jedes Call of Duty gespielt. Und ich fand eigentlich, dass die schon immer so schlechter und schlechter wurden. Also eigentlich mein Lieblings Call of Duty neben Black Ops 3 war Black Ops 1. Alles andere fand ich nicht mehr so, habe ich online gar nicht intensiv gezockt. Aber Black Ops 3 hat mich wieder voll abgeholt. Black Ops 3 ist das Call of Duty, auf das ich hier seit Jahren gewartet habe eigentlich. Und ja, warum? Das wird ja immer wieder gesagt, ja, die Kampagne so kurz, bla bla bla. Ey Leute, das finde ich gar nicht so kurz. Wenn ich natürlich auf Rekrut, also der leichteste Schwierigkeitsgrad, wenn ich da durchrenne, dann ist es klar, dass ich das in 5 Stunden durchrotze. Und dann gibt es aber auch andere Spiele, die ich dann in der Zeit durchspielen kann, wenn einfachster Schwierigkeitsgrad ist halt keine Herausforderung, das durchrennen. Wenn man aber auf Veteran spielt oder womöglich sogar auf realistisch, dann braucht man wenigstens 10 Stunden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe auf Rekrut den leichtesten Schwierigkeitsgrad mindestens eine halbe Stunde pro Mission gebraucht. Das heißt, es sind 5,5 Stunden ungefähr. Also zwischen 5,5 und 6 Stunden. Ich finde, das ist dafür eigentlich in Ordnung. Wie gesagt, schwieriger Schwierigkeitsgrad dauert dann auch länger und hat dann eine Spielzeit von 8 Stunden, dann von 10 Stunden, je nachdem, wie schwer es ist. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht der Hauptteil des Spieles, ist ja bloß die Kampagne. Wir haben so viel mehr in dem Spiel. Wir haben Dead Ops 2, das ist so ein Twin-Stick-Shooter. Das ist ein Spiel im Spiel, das ist ein, ja, total geil, da kann man auch einige Stunden verbringen drin. Dann haben wir den Zombie-Modus. Dann haben wir den Albtraum-Modus, wo wir die Story mit, anstatt Gegner, Zombies haben. Und wir haben natürlich den Mehrspieler-Modus. Also insgesamt ist der Umfang von dem Spiel extrem groß. Ja, wir haben Herausforderungen, die wir zu erledigen haben. Wir können Waffendekos freischalten, bla bla bla. Wir können selber Waffendekos machen, alles. Shooter ist das vom Umfang richtig krass groß. Also da gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Der Online-Modus klappt eigentlich sehr gut. Ich habe andere Call of Duties gespielt, da hat es nur rumgezickt und rumgeeiert und hier klappt es wunderbar. Ja, ich muss manchmal, wenn ich mit 3 Freunden spielen möchte, muss ich manchmal ein bisschen warten. Da müssen wir ab und zu ein zweites Mal vielleicht auf Spiel suchen klicken. Aber das hält sich alles so dermaßen in Grenzen, dass es absolut vertretbar ist. Ich finde die Spawnpunkte im Online-Modus, die sind super. Da gibt es keine Probleme, da rege ich mich selten auf. Es gibt sie noch, die besagten Camper. Aber ich finde, das ist nicht so schlimm wie in anderen Teilen. Wie gesagt, es macht einfach tierisch viel Spaß. Es hat einen gigantischen Umfang. Die Story ist gut. Der Multiplayer ist fantastisch. Das ist ein klassisches Gameplay, wie man es von Call of Duty kennt. Aber total modern mit dem Wallrun und mit dem Doppelsprung. Das rockt einfach, ja, mit den Spezialisten, das hat was, das ist einfach ein richtig gutes Call of Duty seit Jahren, wenn nicht sogar das beste Call of Duty, was ich je gespielt habe. So, genug mit der Loberei von Call of Duty. Ich weiß, es gibt natürlich viele Call of Duty Hater, aber es ist natürlich auch immer eine Geschmackssache, wa? Und mein Geschmack trifft Call of Duty vollkommen. So, jetzt kommen wir aber auch noch zu einer wenig guten Nachricht, zu dem Fail of the Year.
ein Spiel, wo ich maßlos enttäuscht war. Und ich bin nicht der Einzige, der so enttäuscht war von dem Spiel. Und zwar ist das schlimmste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe, The Order 1886. Was ein Scheiß. Sorry Sony, aber das war so ein grottenschlechtes Spiel. Und damit will ich gar nicht sagen, dass die Spielzeit so kurz war. Es hatte einfach nur eine Story. Es ist im Unterschied zwischen Call of Duty zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, wo man mehrere Sachen hat. Man hat eine Kampagne, man hat dies und das und das und das. Bei The Order hast du eine Kampagne, die du durchspielst, die langweilig ist. Ich fand die Story total bescheuert, man, voll langweilig. Das ist aber auch mein Empfinden. Ja gut, die Grafik, die war sehr gut. Das stimmt natürlich, aber die nützt mir nichts, wenn der Rest Schrott ist. In meinen Augen war das wirklich ein absolut erbärmliches Spiel. Vielleicht übertreibe ich für viele jetzt. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich habe das sogar auf Platin, weil das einfach eine geschenkte Platin-Trophäe war. Da musste man nicht mal was großartig machen. Aber ich weiß nicht mal, mit dem Spiel... Ich habe es mir zum Glück auch nicht gekauft. Ich habe es mir ausgeliehen von einem Kumpel. Und ja, wie gesagt, es war ein totales Scheißspiel in meinen Augen. Gut, ich stehe auch nicht auf dieses viktorianische, auf diese Zeitepoche, ist nicht so meins, gefällt mir nicht so. Und wie gesagt, das muss ich dazu sagen. Und ich bin auch jetzt kein Freund von Werwölfen oder so ein Zeug da. Kann gut sein, aber in diesem Fall war es einfach grottenschlecht. Die Charaktere fand ich nicht besonders. Wie gesagt, die Story fand ich nicht besonders, war langweilig. Ich habe mich richtig gelangweilt. Und ja, einen zweiten Teil davon würde ich definitiv nicht spielen. Das dem gebe ich keine zweite Chance. In meinen Augen ein totaler Fail. Aber ich habe ja auch gelesen, es gibt einige, die feiern das Spiel. Die fanden die Story gut. Die fanden es einfach alles super. Dann ist das nun mal so, wa? So unterschiedlich sind halt die Geschmäcker. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich bedanke mich natürlich auch für die Abonnenten, die ich schon bekommen habe. In 2 Monaten habe ich jetzt auch schon, 2000 Views und fast 30 Abonnenten. Ist jetzt natürlich nicht die Welt, aber ich bedanke mich dafür auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und natürlich ein gesundes, gutes Jahr 2016. Ich hoffe, ihr guckt weiterhin meine Videos, ihr unterstützt mich ein bisschen, ihr abonniert meinen Kanal. Und ja, ich hoffe dann, dass wir noch zusammen ein bisschen Spaß haben. Also, lasst es krachen, Leute.